Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Mass Effect. Und wenn ihr beim letzten Mal zugeschaut habt, dann wisst ihr ja auch, dass wir uns auf diesen Planeten begeben haben, wo die Geht rein zufällig sind. Denn nicht genau wissen, was sie hier zu suchen haben, aber wir haben sie erstmal ausgelöscht und können uns jetzt mal hier ein bisschen umschauen und gucken, was es hier so gibt. Wenn wir hier rein müssen, ich muss auf die Karte gucken. Warte mal, ich gucke auf die Karte. Naja, wird wahrscheinlich da drin sein, ne? Wir gehen mal da rein. Ja, guck mal, da können wir rein. Bin ein bisschen gespannt, was uns da erwartet. So, wir können mal ganz kurz, bevor wir da reingehen, können wir uns ja mal die Ausrüstung angucken. Wir haben relativ viel. So, wir gucken mal ganz kurz, was wir da so machen können. Also, wir haben ja, für uns haben wir das hier. Was haben wir denn da so? Im Endeffekt ist da keine Waffe besser, die wir haben. Wir hätten hier noch so einen Schrot, die wir nehmen könnten. Die könnten wir natürlich aufpimpen, aber auch noch nicht so viel Sinn. Mit der Waffe haben wir gar nichts Besseres. Im Scharfschützen haben wir auch nichts Besseres bekommen. Gucken wir mal bei... Guck mal, ein paar Sachen können wir noch gar nicht benutzen. Nee, bei der guten Ashley haben wir auch nichts, was wirklich besser ist, als das, was sie gerade hat. Präzisionseinstufung ist ein bisschen weniger, aber nicht viel. Dafür macht sie aber ein bisschen mehr Schaden pro Sekunde. Tauschen wir die einfach mal aus. So. Die Waffe ist eigentlich auch besser. Tauschen wir mal aus. Nehmen wir zurück. Da hat sie nichts Tolles. Ja. Gut, gucken wir bei Garrus. Man sieht, da brauchen wir nichts Großartiges machen. Ich kann auch bekommen. Gut. So. Kurz zurück zu Ashley gehen. Gut, jetzt werden wir mal gucken, ob wir ein paar Upgrades machen können. Gucken wir aber erstmal uns. Und zwar Upgrades bei der Waffe. War da irgendwas? Chemisch. Diese mit einem starken Informanten Munition ist besonders bei Piratenkriminellen und Söldnern beliebt. 6 Schaden. Hammer Munitionsupgrade. Haben sie auch Quetsch-Projektile genannt. Verflacht sie beim Aufprall durch die physikalische Kraft der Höhe. 25 Waffenwirkung. Okay, panzerbrechend. Da die Geht ja synthetisch sind, machen wir das einfach mal. So. Haben wir drauf getan. Gucken wir mal bei der anderen hier, da können wir auch noch was machen. Warte. Machen wir auch kurz Panzerbrechen drauf. Und bei Garrus können wir auch noch was drauf tun. Radioaktiv, was sind die Reißer hier? Okay, wir machen mal Phasenmunition. So, jetzt müssen wir ganz kurz zu mir zurückgehen und bei unserem Sniper mal gucken. Der Reaper. Da kann ich ja schon auch ein Upgrade reinballern. Machen wir das mal. So. So. Kann man mehr Upgrades reinpacken? Nee, das geht nicht. Okay. Hätte sein können, dass man da noch was anderes machen kann, aber das kann man nicht. Machen wir. So, ich speichere nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir jetzt rein. So, los geht's. So gut wie neu. Okay. Da drüben! Schilde deaktiviert. Okay, da sind welche. Muss ich aufpassen. Oh. Oh, das ist hart. Da müssen wir kurz aufpassen, dass es nicht trifft hier. Waffe, glaube ich. Die Waffe einmal.
Okay. Was jetzt genau passiert, wissen wir nicht. Alle Ziele neutralisiert. Aber irgendwas wollen die hier, hacken die ja aus hier unten. Ich muss mal rausfinden, was das ist. Ich muss mal kurz wegmachen. Nicht, dass jemand durchkommt und wir auf einmal da hängen. Kann man nicht durch, oder? Das ist meine erste protestantische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Der Fahrstuhl. Können wir hier irgendwas machen? Können wir hier noch weiter? Hier können wir nicht weiter, ne? Doch, können wir. Nur ganz kurz hier weitergehen. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was ist denn das da? Kann man da einfach durchgehen? Ich weiß es nicht. Wir testen es mal. Ne, das ist eine Blockade. Beziehungsweise ein Schild, was davor ist. Okay. Huch. Dann lass mal hier reingehen. Bereit. Gut. Ich weiß auch nicht, was die hier vorhaben, ne? Die geht. Entweder geht's oder es geht nicht. Bei den geht. Was haben wir mal ein hier? Medikit. Feindberührung! Oh! Schilde deaktiviert. Okay, das ist natürlich schlecht gerade. Die ist auch tot. Das ist total schlecht. Oh, das ist schon schwierig, so jetzt zu ballern, weil die ja wirklich auf uns schießen wie Sau. Guck mal, Schild gar nicht mehr hoch. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ah, ist auch gleich tot. Jetzt kommt mein Schild wieder, okay. Einer ist weg. Okay. Die schießen aber ganz schön, machen ganz schön viel Schaden da, die beiden. Oh, hier darf man nicht treffen. So. Geht da unser Schild gleich wieder hoch? Ach, guck mal, ich bin hier genau im toten Winkel. Okay. Schnappen wir uns jetzt. Okay, die anderen müssen noch. Wenn die anderen wieder wach dann? Sind auch gesichert. Okay. Das ist natürlich blöd. Sie können aufbrechen. So. Schließen die bitte den Controller an. Das ist immer so lustig, warum man das immer macht zwischendurch. Keine Ahnung. Aber eigentlich haben wir ja den Controller angeschlossen. Beziehungsweise. Wir brauchen ihn nicht anschließen. Wir haben den einfach. So, einmal die andere Waffe wählen nochmal. Noch ein Fahrstuhl, noch eine Tasche tiefer. Bin ein bisschen gespannt, aber es ist ja so, dass hier unten. Okay, der Fahrstuhl ist ein bisschen Schrott gegangen. Da muss ja irgendwas passiert sein. Wie sollen wir dir denn helfen da drin? Können Sie mich hören da draußen? Ah, sie versuchen sollen. Ich brauche Hilfe. Dr. Zioni? Liara Zioni, vermute ich.
Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Und wie? Eine Art magnetisches Energiefeld versperrt den Weg. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Was können wir tun? Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Oh. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Organer bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Okay. Mal gucken, ob wir irgendwann einen Weg dahin finden. Der Weg wird gepflastert sein von Leichen. Warum gehen die denn in die Entdeckung hier? Haben die Schilde verloren. Wo ist der denn, Typ? Wie schießen sie denn da? Ich will nicht da rangehen, ich sehe das nicht. Angeben. Ja, machen wir doch mal. Sind noch mehr Gegner? Nee, ne? Doch, da hinten ist noch einer. Hier ist der irgendwie schier, obwohl wir machen es einmal. Bereich noch nicht frei Feinde. Achso, wir müssen jetzt die Feinde wegmachen. Befreit. Lass mal einen Code eingeben da. Hm. Wir haben die Schilde verloren. Noch kein Gegner mehr, du Affe. So. Okay. Übergangssequenz eingeben. Wie ist denn die Übergangssequenz? Okay, warte mal. Hm. Wow. Ah, okay, wir können jetzt hinter das Ding kommen, aber lass uns noch kurz gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Hier irgendwas übersehen haben, den schießen wir mal kurz weg da. Hätte man machen können, dass die Gegner da waren wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles hier. Ah, guck mal, Waffenspind. Einfache Dechiffrierung, das können wir ja. So. Nehmen wir mit. Hier nebenan war auch noch was, ne? Da. Ja, die werden schon komplizierter später, bei schwierigeren. So ist das. Okay, dann laufen wir zurück. Jetzt können wir da unten durch. Und dann können wir auf die andere Seite kommen, ne? Und dann können wir es ja vielleicht befreien. Ich denke mal, sie wird vielleicht... hier, Professor, Quatsch, Dr. Zoni. Vielleicht wird sie ja auch ein Teil von unserer Crew. Kann ja gut sein. Mal sehen. So, alle mal geheilt. Sicherheitshalber. Lass die mal die Waffen wegpacken, wenn man hierbei ist. Was ist das hier? Da ist sie doch. Guck mal. Können wir gucken, ob wir hier irgendwo reingehen können? Können wir hier irgendwas machen schon? Nee. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Das war kein Problem. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Okay. Augenblick, Commander. Ihre Mutter arbeitet mit Saren. Können wir ihr vertrauen? Ich bin nicht meine Mutter. Ich weiß nicht, warum Benesia sich Saren angeschlossen hat. Ich will mit diesem turianischen Bastard nichts zu tun haben.
Ich glaube ihr. Wenn sie zu Saren gehörte, würden die Geth sie nicht töten wollen. Vertrauen wir ihr? Ja, ne? Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Okay. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Geth auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Denk schneller, Miss Experte für Proteaner. Die Röhre? Aber ich... Oh, jetzt passiert irgendwas. Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Also die Grafik ist noch ein bisschen einfacher. Man muss ja immer denken, wie alt das Spiel ist, ne? Zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Wir brauchen einen Fluchtplan. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Es wird eng, Skipper. Schon unsere Waffen gleich rausholen. Irgendwas kommt hier doch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. Ein Kroganer war noch dabei und noch irgendwas hat sie gesagt. Das wird gleich mal losgehen hier. Ah, guck mal. Ah, da. Geben Sie auf. Oder auch nicht. Das wäre amüsant. Was ist denn los? Gibt es einen Grund, warum Sie mir im Weg stehen? Der gleiche Grund, warum Sie hier sind. Die Asari. Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Geben Sie nicht heraus. Sie wollen jetzt kämpfen. Töten Sie den Bastard. Ich gebe Sie nicht heraus. Vielen Dank. Aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Oh. Vorsicht! Alle meine anderen sind schon tot. Wie schrecklich ist das denn jedes Mal? Vorsicht! Oh! Nein! Okay. Aber das kann man. Aber wieso gehen meine Leute denn nie in Deckung, frage ich mich. Das macht doch voll Sinn, auch in Deckung zu gehen, statt da immer drum rumzuhängen, oder? Oh. Warum ist der immer. Jetzt ist mein Typ immer im Weg. Dumm. Volle Deckung. Schuss noch.
Alter, wieso kann er wieder aufstehen, der Affe? Okay, ich brauche irgendwie eine andere Idee. Obwohl, es war gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Die rundherum ist platt machen. So, man down, Mann erledigt. Okay, jetzt geht's um Leben und Tod. Oh, ob wir das schaffen? Ihr habt geschafft! War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandie ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Gilt hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Seit 50 Jahren? Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Haben Sie da eigene Theorie? Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Zyklus? Was für ein Zyklus? Wovon reden Sie da? Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Ich kann Ihnen helfen. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern?
Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Natürlich. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Wir haben schon so ziemlich alle nichtmenschlichen Volksvertreter an Bord. Dann können wir ja auch gleich noch eine Asari aufnehmen. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen später. Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Klar. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Sagen Sie mir nicht, wie ich meinen verdammten Job machen soll. Es ist Ihnen freigestellt, so zu handeln, wie Sie es für richtig halten, Commander. Wir bieten nur Unterstützung und Rat. Es liegt bei Ihnen, ob Sie klug genug sind, zuzuhören. Dr. Zony möchte helfen. Liara ist auf unserer Seite. Die Gate haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Gate. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Super, das war eine erfolgreiche Mission. Und genauso behalten wir es auch. Und dann würde ich mal behaupten, wir stoppen hier und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, bis dann, tschüss.